Lilo, ich habe mir da was gekauft, gebraucht gekauft und das sollte eigentlich für mich so ein Ersatz für iPod oder so sein, weil mein Autoradio hat einen iPod-Anschluss, aber ich habe keinen iPod. Ne? Ich wollte auch keinen. Ich wollte eigentlich überhaupt kein Internet im Auto. Ich wollte was Analoges. Ne? Da habe ich mir so ein Ding gekauft, sieht aus wie ein Fotoapparat. Ist ungefähr 10 cm breit mal ungefähr, was weiß ich, 7,5 cm. So sieht das Ding aus. Und ja, so ein ziemliches Billigteil und noch gebraucht gekauft dazu. Keine Anleitung dabei, da muss ich selber mal. Ne? Also warum ich das Ding nicht gleich wieder zurückgeschickt habe, ist Zeichen der. Gut, also wer also an das Ding geraten ist, ja, und sich fragt, schickst du es wieder zurück oder nicht, und keine Bedienungsanleitung, hat dem kurz mal gezeigt, wie das so geht. Das ist nicht nur ein Fotoapparat, das ist auch gleichzeitig Videokamera, hat diverse Anschlüsse. Machen wir mal hier seitlich auf. Also bei der ersten Installation muss man da seitlich diese Klappe aufmachen. Ne? Und in dieser Klappe ist dann die Batterie drin, die muss man reinschieben. Und da ist dann auch noch ein SD-Karten-Einschub drin. Ne? SD-Karten-Einschub. Hier hat es noch ein Mikrofon. Und ja, gut. Dann muss man natürlich das Ding mal laden, wäre nichts Verkehrtes. Auf der anderen Seite hat es da so eine komische Lasche, das ist so ein Gummiding. Hier hat es einen Audio-Ausgang und Video-Ausgang. Und diese Gummilasche muss man erstmal ab. Also das muss man erstmal raushaben. Ne? Ich dachte erst, es geht gar nicht. Na gut, die Batterie war nicht drin. Ja, okay, darauf bin ich dann noch gekommen. So doof bin ich auch nicht. Und dann USB, da nein. Ne? Also USB-Anschluss anstecken. So. Jetzt sieht man schon leuchtete Lämpchen. Ne? Jetzt lädt es so. Jetzt kann man es auch schon mal teilweise benutzen. Ja, teilweise. Ja, weil nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen, wenn USB angeschlossen ist. Ne? Das ist doof. Gut, wie geht das Ding überhaupt an? Da, wo die Lampe brennt, da drücken. Ja? Auf der Knöpfchen drücken. Und dann kommt da so ein Willkommen-Ding. Ne? Ja, wenn es an USB angeschlossen ist, dann kann ich es entweder als PC-Kamera benutzen, als Disk, also als USB-Stick, oder als Drucker, falls ich Fotos aufnehmen und auf den Drucker ausgeben will. Hier seitlich, ne, das ist wie so ein, ne, erkennt man, das ist so ein bisschen erhaben, das Ding, ne, das guckt so raus. Und das ist wie so ein Joystick, da musste ich auch erstmal drauf kommen. Ne? Also mit dem Ding, wenn ich jetzt auf diesen, ne, also die oberen und unteren benutze ich im Moment nicht. Den Joystick nach unten drücken, ne, also den Joystick nach unten drücken, dann bewegt sich das. Ne? Den Joystick nach unten oder den Joystick nach oben. Oder es geht auch seitlich und es hat auch die Funktion, man kann da drauf drücken auf den Joystick. Da tue ich jetzt mal, jetzt ist eine Disk. In dem Moment würde es jetzt so, Hallihallo, funktionieren wie ein USB-Stick. Ne? Hätte ich den USB jetzt an meinen Computer angeschlossen, hätte ich wie ein USB ein Drive und könnte meine Dateien drauf speichern. Nur wenn USB ab, dann kann ich den Rest nutzen. Gut, wie gesagt, es hat hier zwei Anschlüsse für Audio und Video. Der untere Anschluss, der da, der ist zum Ausgeben. Ja, da braucht man gegebenenfalls auch ein anderes Kabel, nicht dass das dabei ist. Audio und Video ausgeben, zum Beispiel Kopfhörer oder Fernseher. Oder ja, das Display vom Autoradio. Und hier ist Aufnehmen. Dafür sind die beigelegten Kabel eigentlich da. Die sind nämlich irgendwie verdreht im Gegensatz zu denen zum Abspielen. Das ist beides AV. Das ist zum Aufnehmen, das ist zum Abspielen. Kommen wir aber gleich noch dazu. So. Grundeinstellung bei dem Ding. Ne? Also wie gesagt, mit dem Joystick navigieren. Wofür sind die anderen Dinger? Hier ist noch so ein Knopf drunter. Dachte erst, wofür ist der denn? Der ist dafür da, gegebenenfalls eingeblendete Symbole, die oben und unten sind, auszublenden, wenn die stören im Video. Mit dem Pfeil hier oben kommt man wieder zurück, ja, zurück im Menü. Mit dem Pfeil nach unten hat man gegebenenfalls noch weitere Optionen. Obendrauf hat es noch eine Aufnahmetaste, die muss man auch ab und zu mal drücken, ne, wenn im Menü angezeigt. Und das hier ist ein Fotoapparat und das ist für Videoaufnahmen. Und hier sitzt noch ein zweiter SD-Karten-Slot. Ja, also da muss man erstmal drauf kommen. Hier kann ich dann schieben, was will ich denn fotografieren oder filmen, nah, fern oder wie auch immer. Zwei SD-Karten, aber nur jeweils 4 GB maximal, also 8 GB insgesamt höchstens. Ne? In den Einstellungen kann man noch so einiges tun. Sound ein oder aus. Ich höre immer so ein Piepen. Das kann man draufdrücken auf den Joystick nach oben bewegen, Joystick auf aus.
Und dann ist das Piepen weg. Ich mache das Piepen mal wieder ein, weil es hier im Video vielleicht ganz nützlich ist. Würde ich hier wieder raus wollen, ich bin hier verirrt, dann den Pfeil nach oben drücken, raus aus dem Menü bin ich wieder hier. Ja. Also hier drauf drücken auf den Knopf, bin ich da drin in den Einstellungen. Mit dem Joystick in der Mitte kann ich hoch und runter. Bin ich ganz unten, sehe ich da oben noch so eine Registerkarte und kann da noch rüber und bekommen noch mehr Optionen, Deutsch zum Beispiel, TV-System, PAL. Ne? Wenn man also über den Videoausgang, der unten ist, was ausgibt und das richtige Kabel dafür hat, ne? Ich hatte es zufällig, das war nicht dabei, dann kann man das auf dem Fernseher ausgeben. Man sieht alles das, was hier ist, auf dem Fernseher, aber nicht, wenn USB angeschlossen. Ja, Gott, Flimmern, Helligkeit, Kontrast, Karte auswählen. Ne? Ich habe zwei SD-Karten. Eine ist ja die, die oben ist, ne? Und eine, die da unter diesem Schacht versteckt ist. Ne? Die eine ist dann Spritzwasser geschützt und die andere ist dann schnell mal wechseln. Gut, Karte auswählen, SD-Karte 1 oder 2. Ich habe nur eine drin im Moment, SD-Karte 1. So, wie komme ich wieder zurück? Wie gesagt, zurück ist immer der spitze Pfeil zurück. So, dazu zu diesen Einstellungen. Wichtig in den Einstellungen, jetzt muss ich da jetzt wieder rüber. Ich achte jetzt auf die Registerkarte oben und gehe rüber. Und wir haben den USB-Modus. Angenommen, es wäre so, beim Einstecken von USB wollt ihr immer nur eine der Optionen. Ihr wollt dieses blöde Menü nicht. Ne? Ne? Entweder PC-Cam geht ja, oder Disk oder Drucker. Man kann auch sagen, immer wenn ich USB einstecke, will ich das als Disk haben. So, beim AV-Ausgang. Entweder lässt man ein Menü erscheinen oder ich will es immer haben oder bin ich versehentlich auf Datum und Zeit. Kann man übrigens da einstellen. Ne? Datum und Zeit will ich wieder zurück mit dem Pfeil nach oben. AV-Ausgang, will ich es immer als Kopfhörer? Will ich ein Menü oder will ich es immer als TV-Ausgang? Pfeil nach oben, zurück. Ne? USB-Modus habe ich jetzt mal auf Disk eingestellt. Dann braucht man die Frage nicht mehr beantworten. Jetzt gehen wir mal zurück. Wir haben Camcorder. Ja, das ist nicht nur ein Camcorder, das ist auch ein Fotoapparat. Ne? Ich drücke jetzt mal auf den mittleren Knopf. So. Jetzt sehe ich also das Bild. Ne? Oh, Leo. So, und hier oben hat es ja den Fotoapparat-Knopf. Ne? Also kann ich da auch ein Foto machen. Mit Blitz oder ohne Blitz. So, jetzt sehe ich das Bild, was ich gerade gemacht habe und könnte das nächste machen mit dem Joystick kann ich einstellen, hier oben auf die Leiste mal geachtet, will ich Blitz oder nicht Blitz. Ich mache jetzt mal nach links, da ändert sich das Symbol für den Blitz, ich mache den Joystick nach rechts. Ändert sich Licht oder nicht Licht an, ne? Licht an, nicht Licht an. Kann man sich da aussuchen, wieder zurück. Jetzt will ich meine Fotos angucken. Ich kann das Ding natürlich auch als Videoaufzeichner nehmen, geht genauso, Camcorder. So, und hier oben dann die Aufzeichnung, den kleineren Knopf, wo das rote drauf ist, drücken, dann ist es als Videoaufzeichnung in einem komischen Windows-System. Ja, irgendeine was weiß ich, Apple, bla bla bla. Ja, jedenfalls keine MP4s. Ich konnte auch keine MP4s drauf spielen und die MP4s abspielen. Das war blöd, da war ein komisches Format. Also wieder draufdrücken, Videoaufzeichnung zu Ende. Gut, jetzt haben wir ein Foto aufgenommen, ein Video aufgenommen. Jetzt gehen wir mal da zurück. Meine Dateien sehe ich jetzt. So, Image. Wir haben Fotos gemacht. Vorhin habe ich schon mal ein Bild gemacht. Das letzte sieht man da wahrscheinlich. So, jetzt gehe ich mal da drauf. Das ist übrigens Video. Das Video sehe ich da aus, was ich da aufgezeichnet habe. Ja, oder Video, ne? Das ist dann nur Video, zurück, Image, sehe ich beides, was ist mit Bilder, sehe ich nur die Bilder, ne? Sehe ich nur die Bilder. Ich habe ja vorhin schon mal ein Foto gemacht, das ist das Foto, das wir gemacht haben, wie gesagt, nicht besonders hübsch, aber selten, geht, ne? Sprache kann ich mir da auch noch aussehen. Ja, also wieder mit dem Pfeil nach oben, zurück daraus. Also wir haben die Möglichkeit, Videos aufzuzeichnen, zum Beispiel auch von einer externen Quelle über den oberen Eingang, den AV-Eingang, ne, der obere der beiden Buchsen, und kann die Videoquelle mitschneiden, zum Beispiel eine externe Kamera. Hier kann ich
Sprache aufzeichnen kann, irgendwas schwätzen. Ja, kann ich wahrscheinlich. Hier unten sieht man übrigens immer, was man für Optionen hat, ne? Da sieht man das Symbol, das mit dem roten Punkt, das ist quasi oben diese Aufnahmetaste, die sieht genauso aus, da muss man erstmal drauf kommen. Hallihallo, das ist ein Test. Und jetzt drücke ich wieder den roten Knopf und dann ist die Sprachaufnahme zu Ende, dann sehe ich die hier. Und wenn ich den mittleren Knopf hier, diesen Joystick drücke, ja, geht so. Und jetzt haben wir natürlich noch die untere Taste, mit der hat man manchmal dann zusätzliche Optionen, zum Beispiel Lautstärke einstellen, Qualität, eines löschen oder alles löschen, eines löschen, ich habe eine Sprachaufnahme, eines löschen hätte ich gern, eines löschen mit dem Joystick nach unten auf, ja, jawohl, ist das Ding weg. Mit dem Pfeil nach oben wieder zurück ins Menü, so. Spiele, hier sind auch Spiele drauf, da kann man keine zusätzlichen dazu. Sudoku, Brick Blaster und Tetris, machen wir mal das. Sehen wir mal da, machen wir okay. Ja. Seht ihr, da kann ich ein ganz rudimentäres Spiel mal spielen. Ne? Angenommen, ich sitze im Bus oder beim Zahnarzt oder übrigens, ich war beim Zahnarzt. Ich habe neue Zähne gekriegt. Waren die teuer? Teure Zähne. Jedenfalls kann man da auch dann wieder zurück. Neues Spiel zurück. Also mit dem unteren Pfeil bin ich dann da raus. Zurück zur Spielauswahl und mit dem oberen Pfeil zurück zum Menü. So. All das, was hier auf dem Display so furchtbar klein ist, kann man natürlich, wie gesagt, auf dem Fernseher zum Beispiel ausgeben durch den unteren AV-Ausgang. Das Wichtigste war eigentlich für mich der MP3-Spieler. Ich wollte eigentlich die MP3s, die hier drauf sind, auf meinem Autoradio ausgeben, das nur einen iPod-Anschluss hat. Das hat aber einen AV-Anschluss, ne? Für die Video. Ja, für Video. Ich wollte dann die MP3s abspielen und ich wollte das hier sehen. Ja. Alle Alben. Und hätte mir dann hier was ausgesucht. Und das funktioniert auch, ja. Nur die Laufzeit ist halt begrenzt mit der Batterie. Wenn die Batterie zu Ende ist im Auto, schließe ich natürlich über USB dann an. Und dann kommt die Auswahl, was will ich denn sein? USB-Stick oder Cam und keine Musik. Weil mein Autoradio keinen USB-Anschluss hat. Das ist halt blöd. So, gehen wir mal hier drauf. Ganz normale MP3s draufgespielt. Über den Joystick kann man auch die Lautstärke hoch und runter, ne? Also nach oben den Joystick und es wird lauter. Nach unten wird es leiser. Das geht von alleine weg. Ja, mit dem Pfeil nach dort, mit dem Joystick nach links und rechts kann man gegebenenfalls noch den nächsten Lieder ansteuern. Ja, so. Machen wir die Lautstärke mal wieder kleiner, weil es stört. Zack. So, wenn das nicht hinhaut, gehen wir mal wieder zurück. Zurück. So. Gut, dann haben wir noch Videoaufnahme. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Ding nicht wieder rumgeschickt habe. Weil ich den als Zweitmonitor für die Kamera nehme, die gerade eben aufnimmt. Ne? Dafür kann ich das gut gebrauchen. Ich kann nämlich über die Rekordfunktion, ne, über den Eingang, AV-Eingang, mir das Bild meines anderen Videorekorders holen, ne, meiner eigentlichen Kamera, und aus der Ferne das hier als Screen-Monitor und als Zusatzmonitor nehmen. Das ist eigentlich das, warum ich das Ding auf jeden Fall erstmal behalte. Was ist noch gut? Das Ding hat kein Internet. Ne? Beispielsweise, ihr seid im Schlafzimmer, wollt Musik hören und einschlafen. Wer will schon sein Smartphone mit im Schlafzimmer haben? Ne? Jetzt mal ernsthaft, ne? Da das Ding hier kein Internet hat, kann auch nichts passieren. Ne? Da kann nicht sich die NSA reinhacken oder irgendein komisches App die Aufzeichnungsfunktion der Videokamera wieder scharf schalten. Ne? Ne? Bei eurem Smartphone ist das nicht gewährleistet, auch wenn die Lampe nicht brennt. Ne? Auch wenn er alle Knöpfe richtig ausgedrückt hat, von außen könnte man sich immer noch reinhacken oder ein App könnte sich starten, immer noch aufzeichnen, ohne dass ein Lichtlein brennt, hatte ich schon mal mit einer USB-Kamera gezeigt. Also ernsthaft will natürlich keiner sein Smartphone im Schlafzimmer haben, ne? Egal in welchem Zustand. Und deshalb ist das für mich eigentlich ganz gut zum Einschlafen. Ne? Das Gerät ist quasi zum Einschlafen.
Ich kann also diesen MP3-Spieler dann auf geringe Lautstärke stellen, abspielen. Da die Batterie nicht ewig läuft, geht er irgendwann mal aus. Und die NSA hört mich auch nicht schnarchen. Oder die Freundin, die dann gegebenenfalls Geräusche macht, wenn ich denn eine hätte. Ja. Wer will schon mit mir? Gut. Jedenfalls zeige ich jetzt noch mal kurz in Videoaufnahme die Funktion, dass ich das Ding an meine Kamera anschließen kann als Screen-Monitor. Dabei ist dann aber zu beachten, dass dieses Gerät natürlich dann auch den Ton, der von dieser Kamera kommt, auch ausgibt in dem Moment. Nicht nur das Bild anzeigt, auch den Ton. Deshalb muss diese Kamera, die ihr gerade seht, in einiger Entfernung sein, sonst gibt es einen Rückkopplungseffekt. Und ich zeige jetzt mal kurz von meiner dritten Kamera, jetzt muss ich doch das Smartphone nehmen, wie die beiden miteinander kommunizieren über den Videoaufnahmemodus. So, jetzt habe ich also an den AV-Eingang, ne, also den oberen der beiden, habe ich jetzt ein mitgeliefertes Kabel angeschlossen. Und dieses mitgelieferte Kabel ist eigentlich total verkehrt. Nein, das ist verdreht. Das steht auch, die einzige Anleitung, die dabei war, Achtung, das Kabel ist verdreht bei der Aufnahme. Und es sind auch diese zusätzlichen Kupplungen sind dabei. Also das hier kommt vom Gerät und das ist das Kabel, das dabei ist. Das, was da hinten kommt, ist nicht dabei. Die Kupplungen sind dabei. So, wir haben hier also Rot an Gelb, Weiß an Weiß und Gelb an Rot. Ja, das ist ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis. So, und dann kommt meine Videokamera. So, die nimmt gerade irgendein Bild auf. Sagen wir mal ein Bild von meiner Visitenkarte. Und hier gehe ich dann auf den Modus Videoaufnahme. Jetzt muss ich nur durch meine Smartphone-Kamera gucken. Drei Kameras bedienen ist ein bisschen schwierig. Ne? Das ist zu hoch für mein Gehirn. Jetzt drücke ich auf den Knopf in der Mitte von dem Joystick und sehe identisch dasselbe Bild auf dem zweiten Monitor quasi als zusätzlichen Screen-Monitor. Und den kann ich mir dann irgendwo anders hin tun. Ganz woanders. Da, wo es mich gerade interessiert. Das ist eine nette Funktion, deshalb behalte ich das Ding auf jeden Fall. Ich höre auch den Ton, der hier passiert. Ja, also der Ton, der eigentlich da passiert, müsste ich genauer sagen, an der Hauptkamera. Wenn ich die Hauptkamera verschiebe, verschiebt sich auch das Bild da. Sieht man das? Wahrscheinlich eher nicht. Gut, also Kamera verschieben. Ihr seht, ich verschiebe die Kamera. Gleichzeitig verschiebt sich dann auch die Kamera, also das Videobild ist identisch und wird rübergeholt, eigentlich über die Aufnahmefunktion. Wichtig war dabei noch, in den Einstellungen habe ich abgestellt, dass sich dieses Gerät nicht automatisch nach einer Minute abschaltet. Das kann man ausschalten, ist kein Ding. Schön ist, jetzt hat man natürlich viele Möglichkeiten, einen zusätzlichen Monitor irgendwo hinzunehmen. Beispielsweise, ihr sitzt allein in einer Autowerkstatt. Diese Kamera habt ihr hinten am Auspuff, ja, das lange, lange Videokabel, habt ihr dann bis in den Fahrgastraum, ja, und im Fahrgastraum gebt ihr Gas und guckt, ob der Auspuff kaputt ist, ohne dass ihr die Abgase schnüffelt. Ihr könnt es aber sehen und hören. Für solche Anwendungsfälle ist das ganz gut. Oder wenn ihr zum Beispiel Hämorrhoiden am Arsch habt oder so, dann kann man die Kamera quasi an den Poppes und vorne am Monitor seht ihr, was rückseitig, eine Rückfahrkamera quasi, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und ohne, dass das irgendwie versehentlich dann auf Facebook und Twitter landet, weil ihr irgendeinen Knopf gedrückt habt. Und ich drücke jetzt mal den Knopf und der macht dann gleich wieder aus. Und hiermit ist das Video wieder aus. Wie gesagt, oldschool, ne? Mal ganz ohne Smartphone, bis auf dieses Video, was ich von meinem Smartphone aufnehmen musste, weil wir gingen nämlich die Kameras aus. Ne? KI. Ja. Bis dann und tschüss.